Herzlich willkommen auf dem Schamanen-Kanal. Hier wird ein Video gezeigt über Gottig 3. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. Lange Rede, kurzes Schwert, jetzt gibt es volles Pfund Gottig 3 für Enorms. Ja, ein herzlich willkommen zu Gothic 3 mit Mega-Mods. So, ich habe euch versprochen, in dieser Folge machen wir diese Inseln. Wir sind unser Schiff. Und jetzt wollen wir mal zu den Piraten gehen. Ich denke mal, wir sind eigentlich fast gut, sagen wir mal so. Ne? Sind wir gut dabei. Diego habe ich irgendwo verloren, aber da taucht wieder auf. So, werden wir mal rüber gehen und werden mal zu unseren Piraten gehen. Mal sehen, was sie sagen im Schnelldurchlauf. Was hier coole Atzen hier dabei sind. Ich kann euch nicht sagen, was in der Piraten-Mod dann ist. Wie gesagt, wenn wir ja dieses Let's Play durch haben, kommt die nächste Folge Gothic 3 nochmal mit Super Mega Mods, keine Ahnung wie ich die dann nenne. Mit neuen, was alles noch Neueres gibt. Und wir sind ja gerade rausgeflogen. Ja. Weil das ja alles passiert, solche Bugs. Ne? Passiert. Und ich sage euch eins. Das gibt es nicht nur bei alten Spielen, das gibt es bis heute noch. In neueren Spielen ist es immer noch so. So, und da kriegt er mal schön einen Kuss auf die Nuss. Naja, du mich auch. Zack. Und da kann sich nicht bewegen, das ist perfekt. Und weg ist der Kumpel. Im Ozeanenbereich. Okay. So, den ersten haben wir schon mal weg. Tun wir mal weiter, was wir ja noch so schönes haben. So, und da haben wir einen Filibuster. Ein Filibuster, wer könnte ihn nicht? Wer könnte ihn nicht? Der beste Mann auf dem Platz wahrscheinlich. Filibuster. Und wenn ich den treffen würde, wäre er schon tot. So, und der kann sich überhaupt nicht bewegen und du machst ihn mit 2 Schüssen tot. So, und irgendwo hier drüben war noch so ein Typ. Ja, hier ist er. Zack, den machen wir mal keinen One Hit. Und hier drin ist noch einer. So, hier drinnen müsste hier noch der Mr. Was? Mr. Zugenäht sein, ja, der Seebär John. So, bleib mal so stehen. Du stehst optimal. Und so bleiben und lächeln und tot. Perfekt. So, jetzt müssen wir genau gucken, weil hier sind ja einige Wertgegenstände hier. Ein Rissschwert, Weltklasse, und der Seebär. Mein Tagebuch. Meine Aufzeichnungen über den Bogenschießen und der Jagd. Bosbor war ein guter Lehrer. Ja, genau. Halsschmuck und ein paar Münzen. Sumpfkraut erhalten. Schnaps erhalten. Und die Truhe. Gab es immer mal optisch Taster her. Ja, geil. Gucken wir nochmal hier in unser Tagebuch rein. Das sieht immer aus, wenn er das essen würde, oder? Ich weiß ja nicht. So, haben wir irgendwas Geiles am Start? Nee. Ja. Also hier sind wir gerade. Hier ist unser Boot. Und hier ist sogar noch eine schwere Truhe. Okay. Dann gehen wir weiter. Ah, hier ist sogar ein Bootsteg. Da drüber. Ja, wir gehen einfach weiter. So, irgendwann kommen diese komischen Marker.
Da weiß ich schon nicht so richtig, ob ich das mitmache. Weil die Mogger sind schon heftig. So, jetzt sind wir angekommen. So, Bogen ziehen ist immer wichtig. So. Ich habe halt bloß Schisse wegen dem Walker. Skelett. So, ich weiß jetzt halt nicht, wo die sind. Nur die. Ich habe keine Ahnung, ob man die sieht. Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist, da tut sich dann wieder heilen. No? Bestimmten Kreuz tut er sich wieder heilen. Von daher ist es egal, wie man es macht. Ich habe keine Ahnung. So, wenn ich aber hier unten rumlaufe, da ist er erstmal beruhigt. So, ich weiß aber nicht, ob die drauf anschlagen, wenn ich hier rumlaufe. Finde das Fleisch nicht ganz so geil. Na ja, okay, ich hab mal einmal getroffen, einmal hab ich schon getroffen. So, jetzt gehen wir mal hier lang. Ich weiß ja nicht, wie das in dieser Mod ist, ob das alles noch verändert wurde. Ich habe keine Ahnung. Bin genauso. So, da haben wir noch so einen Skorpion. Oh Scheiße. Naja, gut. Okay, da bleibt stehen, wie er ist. Das ist schon mal gut. Ich weiß halt nicht, ob das. Ob das besser ist, wenn man hier rumläuft. Ich lupfe einfach hier lang. Mal schauen. Wird schon seinen Sinn haben. Da haben wir noch einen Skorpion. Wenn ich einen Treff ist. Oh, die sind aber auch gar nicht so. Ja, du kannst ja einfach mal so rumlaufen und weg mit dir, Digga. Riesenstachel erhalten. Ah, ich weiß auch noch nicht. Bei den neuen Magiern bin ich doch ziemlich unschlüssig. Ich würde die später machen. Sehr gerne. So, sind wir auch schon angekommen. Und diese scheiß Blutfliegen. Hey, hallo?
Hallo? Hallo? Was machst denn du? Sag mir hier, wenn ich sie treffe, natürlich. Flip. Ja, bleib so. Und du bleibst genauso. Das wäre schön. Sandcrawler. Hier haben wir doch ein paar Sandcrawler. Oh shit. Aber wenn es zu viele kommt, ist so Mist. Zack. Zack. Oh, da kommt noch einer. Den hab ich schon gesehen. Oh. Ist hier noch was los? Hm, hier ist einiges los auf der Insel. Zack. Hallo. Zack. Alles tot. Alles tot machen. Oh, sieht gar nicht. Ich weiß doch, das war früher auch so, ne? Ja. Sandcrawler. Bleib mal hier, Freund. Zack. Guck mal deine Kameraden her. Zack. Ah ja, ist der Scorpion King. Den nehmen wir auch gleich mit. Den machen wir ganz leicht platt. Ah ja. Zack. Komm her. Zack. 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 Eine große Truhe. Flammschwert. Und dann hast du hier nochmal knapp 500 nochmal gewonnen hier. Nein, nicht schlecht. Ja, machen wir ein paar Sandcrawler, ja. Wenn man sie mal erreichen würde. Zack. Zack. Gut, haben wir alles erledigt. Läuft bei uns. Au. Wuff. Ah, Entschuldigung, wegen meinem Wuff. Hab schon Danny Kickham abgeguckt. Aber ich fand das irgendwie cool. Wuff. Finde ich auch schon nicht cool. Ah, da kommen noch welche. Hallo. Zack, zack. Das nehmen wir alles mit. Ja, coole Sache. Und was so cool war, machen wir gleich die nächste Insel. Ich glaube, da, das ist die Orca-Insel, oder? Ah ne, ja, Feuerwehr. Okay, speichern. Machen wir gleich mit. Die bleiben nur einfach so stehen, wie sie sind. Zack. Einfach wegputzen, die Kobolde her. Ja, geile Sache. Boah, ich hasse Blutfliegen, haut mir ab, ihr... Boah, ich hasse Blutfliegen. Feuerwaran, Waran, Waran. Wir machen mal eine ganz kurze Pause, ich bin nämlich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Und dann machen wir mal weiter bei der Insel hier. Oh, die Warane sehen schon cool aus. So wie früher. Nicht so verniedlicht. Oh, scheiße.
Sieht doch cool aus, oder? Sandskorpion. Zack. Eine große Truhe. Rubin. Dann machen wir mit kleinen Blatt. Oh, da hält ein bisschen was aus. Oh, Glück gehabt. Okay. Alles easy, alles easy. Und da kommt ein paar Feuerwehrhorne und bei den Schießstrieber. Hallo? Feuerwehrhorn. Oh. Geschafft. Zack, zack, zack. Feuerwehrhorn. Na, ah, da ist Bille verpackt, aber was soll's. Gibt mehr zu gut, oder? Hm, Blutfliegen gehen ja immer. Ne? Ach, diese Schakale im Hintergrund, die gehen wir uns so frisch auf den Sack. Zack. Obwohl die Schakale eigentlich nichts zu melden haben, ne? Überhaupt mal nichts. Überhaupt nichts. So, und hier irgendwo müssen da noch ein paar Blutfliegen rumschwirren hier. Wie der läuft, ne? Diesen Seitwärtsschritt. Und ich tritt die scheiß Blütlinge, ne? Ja, 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 ja. Abwarten, abwarten. Scheiße. Oh, ey, geh mal nicht auf den Sack. Zack. Na, dann komm doch mal her, du Missvieh. Oh, ein nervtötendes Vieh, ey, wirklich. So, haben wir jetzt alles gecleant hier, was hier geht? Ich sehe gar nichts. Blind einfach durch den Dschungel. Ich habe gedacht, da gibt es noch mal eine Insel mit Oger oder so. Naja, gut, okay. Gehen wir eben auf die nächste Insel. Speichern und los geht's. Okay, wir sind auf der nächsten Insel. Mit den Ogre. So. Oh, die bewegen sich nicht. Das ist schon mal gut. Ah, die greifen mir an. Ja, es ist ein Bug. So. Schön in die Schnauze. Dass sie es merken. Und dann ist der Kümmel. Ich sehe den nicht noch, aber ich werde den schon treffen. Und wieder eine Blutfliege, na klar. Sandskorpion, Sandskorpion.
Okay. Wenn es weiter nichts ist, können wir ja auch mal hier beluten. Einen schönen Dunkelpilz. Und eine bescheuerte Scheiß-Blutfliege. Oh, hau mir ab. Ich habe jetzt keinen getroffenen Bauer, Cash, ey. Ja, da drüben war er gerade. Oh, die waren vorneweg noch nicht hier. Ach du Scheiße. Skorpione kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass sie hier auf der Seite waren. Überhaupt nicht. Die Blutfliegen sind nur. Aber die kommen jetzt erstmal alle her. Das ist gut. Dass man die erstmal ein bisschen fertig machen kann. Ein Sandlurker. So, jetzt kommt der hier noch her. Wo ist denn der? Stehen die hier in den Busch drin oder? Stehen die hier irgendwo drin oder wie sieht denn das aus hier? Hallo? Hm. Da drin ist nichts, hä? Oder? Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber ich kann doch nicht noch mehr an den Busch rein. Oder? Ist hier noch irgendwas Interessantes drin? Nee, hier ist nichts. Hm. Okay. So, ramponierte Truhe. Na, wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Weil es halt schon besondere Truhen bedeutet immer, dass da irgendwas faul ist. Schlüssel. Guru Schlüssel 1, Großvaters Erbe. Teil 1. Nur ein Goblin. Ein Nullleiter. Okay. Und der Stock ist weg. Bewohnung Gold. Okay. Ah, das ist Großvaters Erbe, ne? War das nicht so? Großvaters Erbe. Warte mal, das kennt glaube ich schon. Interessant. Ja, okay. Kennt alle. Kennt ihr alle. Okay. So, ich würde sagen, in dem Zusammenhang haben wir eigentlich fast alle, ja, sagen wir, alle Inseln erstmal gekillt, was das angeht. Wir könnten natürlich jetzt erstmal nach. Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Vor Schreck. Wenn wir einmal hier sind. Sylden? Ja, Sylden geht immer. Sylden ist eine schöne Stadt. Und Diego ist wieder da. Und von daher. Gehen wir mal zum. Ja, wir gehen mal gucken. Vielleicht diesen Schiffsbau könnten wir zum Beispiel mal besuchen. Hier. Ich glaube, ich will das gar nicht. Das interessiert ihn nicht. Aber irgendwie war da noch im Silben noch was zu tun, was das angeht. Irgendwann ist doch was vorbei. Ja, eben. Irgendwann ist das auch mal vorbei.
Ja. Ja. Das da haben wir ein mächtiges Problem. Gut. Werkzeug. Ich weiß nicht. Ja, mit dem Werkzeug, ach, da bin ich immer noch nicht so weit. Ist doch alles scheiße. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, ja, eben. So, hier gibt's noch einen Kocher. Das ist eben das Problem. Da haben wir ein mächtiges Problem. Da haben wir auf jeden Fall ein mächtiges Problem. Die Frage ist natürlich... Ich würde das gar nicht beachten. Warte mal. Da hier? Ja, der kommt... Ja, das war ja geil! Magische Waffen benutzen. Okay, erledigt. Zeig mir deine Ware. Interessiert ja nicht so. Aber magische Waffen haben wir jetzt benutzt. Können wir jetzt machen? Yes. Das ist viel wert. Magische Waffen. Alle Fälle. Das ist schon ein guter Perk. So, gibt's hier irgendwo hier? Ach, hier ist er doch. Zeig mir deine Ware. Langschwert und jetzt können wir den mal ein bisschen was verkaufen. Also Junge, ich hab dieses Rissschwert. Hast du zu viel Kohle? Er hat zu viel Kohle. Okay. Oh ne, das darf man nicht verkaufen. Das hier? Sind zu viel. Schwert eines dunklen Magiers. 10.000, okay, danke, tschüss. Belia. Belia. Gib mir irgendwie Lebensmagie? Gewähre mir Lebenskraft. Ja, jetzt kurz. 40, 20 Stunden. Okay. Samuels Schwert kann man irgendwie machen, ne? Schwertmeister, das ist schon fett, ne? Das ist schon richtig geil. Claudia ist klar. Eisklinge ist besser als Katana. Eine kurze Reichweite. Auf Eisgegner. Krummschwert. Ach, mit Sperr. Das ist 7 Messer. 310. Also das ist schon eine geile Waffe. Eine geile Waffe. Okay. So, hat er hier noch was? Nee. Oh, du hast ein Bett. Lass mich mal pennen hier. So, okay. Aber wer um Gottes Namen wollte die Schmiede von Montana? Ist alle Obsthütten? Nee, Vanguard vielleicht? Die 5 Felder. Methodia, 5 Ballagerungen. Die freie Gulter. Haben wir alles. Namen der Liste. Wir können. Ich glaube, da haben wir alle. So, mal sehen, ob der Find was hat. Hast du denn welche Neuigkeiten? Im Moment habe ich nichts, was du nicht eh schon weißt. Okay, danke schön.
Okay. Haben wir denn die Liste schon abgearbeitet? Die war, glaube ich, vom Questpaket. Nee, doch noch nicht. Ich hab gedacht, die haben ja abgearbeitet. So, tja. Da fehlt noch die Übersetzung. Eichedim. Kapitän. Okay. Hey, Lachis, wie bist du hierher gekommen? Durch die Täuschung und Bestechung, versteht sich. Führst du wieder etwas im Schilde? Sonst wäre ich nicht hier. Ich hätte schwören können, dass es Kahns Haus etwas zu holen gibt. Die Sache ist nur... schade. Hat zwei Speer abgebrochen. Schade. Sag, was hast du vor? Okay, ich hatte vor, damit einzubrechen. Verwandlungstränke? Wo hast du die denn her? Ich habe sie vom Alchemisten gestohlen. Was genau soll ich damit stehen? Das weiß ich nicht. Etwas verwehrt, das gut zu verkaufen ist. Eine Art Artefakt oder Schatz. Ich werde mal schauen, was sich finden lässt. Oder kann. Warte, wenn du erwischt wirst, brauchst du diese Schriftrollen. Mhm. Was ist das hier? Das ist diese... Ich kaufe die mittlere Bandidenrüstung, aber zu einem anderen Preis. Ja, alles klar. Okay. Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Ist natürlich schade, dass das Spiel jetzt gerade abgebrochen ist, ne? So, jetzt muss man noch meine Quest gucken, weil ich kann euch schnell sagen, was da drin steht jetzt. Angriff Erfahrung vorbei, ja. Lars, genau. Was hast du vor? Ich habe den Alchemisten bestellt. Was soll ich genau machen? Das weiß ich nicht. Etwas vom Wert. Okay. Also das, was jetzt gerade im Hintergrund war. Ja. Was haben wir jetzt so richtig gekriegt? Haben wir jetzt hier irgendwie Fleischschwänze gekriegt oder was jetzt hier? Schrecken. Gesundheit, Tiger, Tierrufung, Tierzähne. Der hat uns auf jeden Fall was gegeben. Aber was genau? Schlaf. Nebel hat er uns gegeben. Nebel hat er uns gegeben. Und dann irgendwie. So eine Art Fleischschwänze. Aber ich kann ja nicht dauernd mit Nebel arbeiten. Okay. Jetzt haben wir mit Diego, mit Lars geredet, ob das natürlich alles so klappt. Das könnte ich halt ohne sagen. Haben wir hier noch irgendwie einen Schmied, wo ich noch eine Kohle, hier noch ein bisschen Rotz verkaufen kann? Ja, also. Nee. Zeig mir deine Ware. Gib mir deine Kohle. Holzen. 90.000. Vorschriften oder was? Ja, die ist abgenutzt. So, Degen. Assassinenschwert. Zwölfer. Reizen, 5. Okay, eine müssen wir wegnehmen. Jawohl. Gut. Supi. Alter Forscher. Scheiße, ist das anstrengend. Ja, ja.
Das ist vielleicht Gorn, den wir hier noch hier bequatschen müssen. In der Runde. Warte mal, Faring. Name auf der Liste. Klares haben wir bequatscht. Torus haben wir bequatscht. Okay, dann ist es wirklich nur noch Gorn, den wir bequatschen müssen. Und dann hat sich das erledigt. Und wir haben mal schnell ab hier. Moin. Gorn. So. Mit dem können wir erst quatschen. Sobald. Zeig mir deine Ware. Ja oder nee? Oh, ist ja für deinen Kameraden noch was. Alter, wie viel ist denn das wert? Oh, das war zu viel. So. Naja, gut, okay. In der nächsten Folge werden wir das so machen. Gehen wir mit Gorn schön nach Gotha und da werden wir schön Gotha befreien. Ich freue mich drauf, weil jetzt, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, wo wir wirklich Gotha angreifen können. Ja, dann war es eine schöne Folge auf jeden Fall und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr nächstes Mal dabei seid. Und die Musik, bam, geil. Okay, dann schönen Abend euch noch und ja, bis bald. Macht's gut, immer schön Gothic bleiben. Tolle Folge, aber war schon anstrengend. Auf dich nächsten Folgen, wir sind noch nicht fertig. Piqué, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues zeigen über Gothic 3. Lasst einen Kommentar da und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wieder hören. Lasst ein Abo da, wenn ihr auch Fan seid von Gothic. Vielen Dank und alles wird gut. Für den Norse.